Die Frage ist nur, wie man an ihn rankommen soll, wenn er das wirklich aus reiner Langeweile macht und der Vater so ein Typ ist, der einfach sagt so, so, ist mir jetzt egal. Vielleicht eine Falle? Ich passe lieber auf. Wohin soll ich jetzt? Es muss einen Hinweis geben. Oder irgendwas. Ne. Die Origami-Figur war ein Schmetterling. Suche ich jetzt einen Schmetterling? Ja. Was zur Hölle soll ich hier? Das ist das alte Pico-Kraftwerk. Ich dachte, es existiert nicht mehr. Da ist noch ein Schmetterling. Ah, mit zwei gebrochenen Rippen kann ich mir vorstellen, das tut verdammt weh. Uiuiuiui. Es muss einen Weg ins Gebäude geben. Der Haupteingang ist versperrt. Irgendwo muss es noch einen Eingang geben. Vielleicht finde ich einen Eingang, wenn ich um das Gebäude herumgehe. Oh je, meine. Gut, er hat natürlich Schmerzmittel-Intus. Und das ist auch nicht zu wenig, ne? Aber, oh Gott. Elektrische Kondensatoren. Dem Geräusch nach sind sie noch aktiv. Und ich gehe hier unten durch. Alter, geil. Boah, Alter, da würde ich mich total unwohl fühlen, ne? Da ist eine Tür rein. Oder komm, bitte geh auf. Ja. Puh.
Wohin führt das Rohr? Ich habe kein gutes Gefühl. Ich hätte nie in das Rohr gehen sollen. Das ist Selbstmord. Und jetzt wird's assi. Glas. Glassplitter. Messerscharf. Zurück geht nicht. Ich muss da durchkriechen. Ganz langsam. Sonst reiße ich mir die Arme auf. So. Die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Das war jetzt quasi rechts. Ah, yeah, nicht so schnell. Alter, aua. Oh. Also durch Glas zu kriechen, das ist, glaube ich, ziemlich ekelhaft. Auch wenn man das langsam macht. Du schneidest dich komplett auf. Du hast keine Chance. Weil du weißt ja gar nicht, wohin dich der Schacht führt, ob er dich überhaupt irgendwo rausführt oder so. Hallöchen, kleiner Chaoskeks. Schön, dass du mit dabei bist, meine Liebe. Wir sind gerade bei... Nein. Nicht da lang. Oh. Wir sind gerade bei Heavy Rain dabei. Kriechen gerade durch Scherben. Oh nein. Ich darf nicht zu schnell. Aua. Ah, shit. Ja, sagt dir das Spiel was? Weißt du, was passiert? Ich weiß auch, was kommt, aber... Alter, ey. Also wenn du weißt, was kommt, bitte nicht spoilern. Wenn du nicht weißt, gerne zugucken und einfach nur mitleiden.
Okay. So, herzlich willkommen in der Hölle. Gut, alles gut. Ich könnte theoretisch wieder rausgehen. Aber das möchte ich ja nicht. Zu Hause nachmachen, ihr Lieben. Oh mein Gott. Ja. Gott. Ich bin noch zu schnell mit den Tasten. Oh Gott, ey. Mit dem Bauch würde ich da gar nicht durchpassen bei mir. Das würde bei mir gar nicht gehen. Ich wäre da schon hoffnungslos verloren, Junge. Und die Tastenkombinationen werden auch immer assiger hier, ey. Vor allem bist du vorher auch noch komplett aufgeschnitten worden von Scherben und sowas, ey. Oh mein Gott. Ah. Das ist ja wie Mortal Kombat hier, Alter. Irgendeine Tastenkombi hier durchziehen. Mein Gott. Kann ich da jetzt durch geradeaus? Geht das oder? Ach du Scheiße. Alter, da muss ich jetzt wirklich durch. Oh mein Gott. Einmal berühren, du wirst gegrillt, ey. Oh Gott. Oh mein Gott. Holy shit. Ja, ja, Controller schütteln. Oh nein. Oh, Gott sei Dank. Uff.
das habe ich früher nie geschafft. Das habe ich nicht geschafft. Ich hab verkackt. Ich habe das nicht hinbekommen. Ich habe da echt verschissen in dem Fall. Als ich das damals gespielt habe. Dankeschön. Und das Schlimme ist, das ist erst die zweite Prüfung, Leute. Das ist erst die zweite Prüfung von fünf. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das immer, immer schlimmer und schlimmer und schlimmer wird mit der Zeit.